Hey, was geht? Hier ist Crunchy und willkommen zu einer neuen Folge von The Inner World. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir reden mal mit dem Pony, würde ich sagen. Oder schauen uns mal die Windräder an. Es dreht sich ganz langsam. Die sehen aus wie ein Messer. Anschubsen bringt da nichts. Oh, können wir das vielleicht? Damit könnte ich das Windrad höchstens blockieren. Das bringt nichts. Warte, was, wenn wir... Ja, jetzt dreht sich schneller. Können wir das anspitzen? Ja, es geht sogar. Gestutzter Hut. Der Hut ist an einer Seite offen. Erinnert mich an eine Flüstertüte. Yes, wir haben die Flüstertüte für den einen. Ich frage mich, wo Windbrunnen ihren Ursprung haben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, was haben wir hier? Ein Pony. Oh, das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Ich bin doch hier. Er hört uns doch. Hallo, was machst du da? Genießt du die Aussicht? Robert, ich glaube, das Pferdchen will allein sein. Nein, ist schon okay. Abgrund, oh nein. Gibt es da unten etwas, das du suchst? Meine Würde. Sie ist weg, wisst ihr? Ich war mal ein Bingo-Pferdchen, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Ich sollte einfach da reinhopsen. Ach, du meine Güte. Realistisch betrachtet wirst du beim Aufschlag nicht sofort sterben, sondern dich wahrscheinlich nur sehr schwer verletzen. Außerdem sind andere vor dir auf dieselbe dämliche Idee gekommen. Also erwartet dich da unten keine Erlösung, sondern nur alte Knochen und Schmerzen. Okay. Wow, Laura, du solltest Seelsorgerin werden. Ja, ich weiß. Bingo-Pferdchen, das brauchen wir doch. Was ist denn ein Bingo-Pferdchen? Bingo ist das älteste Spiel der Welt. Dazu brauchst du Bälle und Pferdchen, die die Bälle treten. Aber nur gut aussehende Pferdchen. Ich verstehe. Du bist zu hässlich. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulub eine Aubergine verprügelt. Außerdem habe ich meinen Ball verloren. Dann bin ich abgehauen. Oh Mann, an deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura, ich finde, du bist wunderschön. Danke. Das hat mir noch keiner gesagt. Und du auch, Pferdchen. Okay. Okay, jetzt springt es gleich runter. Ne, wir haben ja so ein Fischgräte. Vielleicht können wir den ja ein bisschen kämmen oder sowas. Wir kriegen den auf Vordermann. Warum denkst du denn, du wärst nicht hübsch genug? Oh, als Bingo-Pferdchen muss man wahnsinnig gut aussehen. So ganz unrealistisch. Und meine Mähne sieht angeblich aus, als hätte ich sie mit einem Ziegelstein gekämmt. Stimmt, sie sieht schlimm aus. Laura! Ich kann mich gar nicht auf dein Gesicht konzentrieren. Laura, wir haben darüber geredet. Außerdem seht ihr ja, dass mir irgendwie das Einhorn abgebrochen ist. Und mein Glückshuf, mit dem ich die Bälle auf die Zahlenfelder getreten habe, ist abgewetzt. Und ich habe meinen Ball verloren. Sicher, dass das alles ist? Dein Fell sieht auch ziemlich... Laura! Hey, Laura macht's ja auch nicht besser hier. Okay, Mähne, Einhorn, Glückshuf, Bingo-Ball. Die vier Sachen müssen wir denen, glaube ich, besorgen. Oder auf Vordermann bringen. Kann es sein, dass diese ganze Bingo-Pferdchen-Sache ziemlicher Humbug ist? Humbug? Das sind die schönsten Ponys Asposiens. Es ist nur Bingo. Laura, was haben wir über anderer Leute Träume zerstören gesagt? Nicht machen. Also, was stimmt nicht mit dir?
Naja, die anderen haben alle so Silbermähnen. Meine Mähne glänzt einfach nicht mehr. Silbermähne. Ich meine, wir haben ja einen Schweif, aber das ist ja nicht silbern. Was ist denn mit deinem Horn passiert? Oh, das ist der Grund, aus dem ich eigentlich hier bin. Jetzt bitte nicht so eine traurige Lebensgeschichte. Es war ein ganz normaler Tag. Mist. Und ich habe meinen Bingo-Ball getreten und die Leute waren total beeindruckt. Das war echt nicht meine Schuld. Da lag ganz plötzlich eine Bananenschale. Du bist ausgerutscht? Was? Nein, ich war abgelenkt und bin gegen die Wand gelaufen. Ich habe Angst vor Bananen. Du hast dir das Horn abgebrochen, weil du in eine Wand gerannt bist? Ja, blöde Wände. Ich habe auch Angst vor Wänden. Okay, eine sehr komische Geschichte. Aber wie kann man Angst vor Bananen und Wände haben? Okay, von Wände verstehe ich. Aber vor Bananen? Mit deinem Glückshuf scheint doch alles in Ordnung zu sein. Bäh, nein. Das sieht doch furchtbar abgewetzt aus. Ich habe so einen Tick, dass ich immer dran rumknabbern muss. Der Ansager hat auch gemeint, ich kann so nicht rumlaufen. Dann habe ich noch mehr geknabbert und dann bin ich abgehauen. Wenn das dein schlimmstes Problem ist, solltest du doch springen. Alter Laura. Und wozu braucht man so einen Bingo-Ball? Also wir Pferdchen treten unsere Glücksbälle in die Zahlenfelder. Jedes hat seinen eigenen Bingo-Ball. Den zu verlieren ist, als würde man, naja, seinen Bingo-Ball verlieren. Wo hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Mal überlegen. Also ich hatte ihn noch, bevor ich den Abhang runtergerollt bin. Danach war er weg. Und mein Fell sah so aus. Mir ist alles Mögliche drin hängen geblieben. Ich hatte sogar eine Wollmaus drin. Abhang? Warum hast du das gemacht? Die anderen Bingo-Pferdchen haben gesagt, ich trau mich nicht. Die haben hinterher dumm geguckt. Ja, vielleicht ist es irgendwie beim Fell oder so, der Bingo-Ball. Tschüss. Nicht darunter springen, solange wir weg sind. Unsensibel. Du darfst dir das nicht übel nehmen. Sie ist innerlich tot. Ja, das stimmt. Okay, ich meine, wir haben Fischgräten und wir haben hier Fischgräten. Können wir das sein Fell damit kämmen irgendwie? Darf ich dich kämmen? Mit der? Na gut. Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Meine Bingo-Kugel. Bitte gib sie mir. Okay, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Geben wir einen Basilenschweif. Was macht der Händler hier? Das muss der Händler sein. Können wir mit ihm reden? Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Ist das euer Ernst? Oh, wow. Haben wir was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Juhu! Yo, Chili-Kiste. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow! Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe. Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für ein Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol? Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her?
Ich meine, das haben wir jetzt nicht, aber wir haben Stress und Alkohol. Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Okay, machen wir. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Wir geben ihm erstmal die Flasche. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Aber bitte erst bezahlen. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Haben wir doch. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Aber bitte erst bezahlen. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Okay, nehmen wir erstmal die Kiste. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Haben wir doch 5-mal gefühlt. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Viel Spaß damit. Ah, jetzt geht's. Könnt ihr mir die Kiste aufschließen? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Ah, nett von ihm. Warte, haben wir hier... Ne, Pendel haben wir nicht. Abgrund. Wir reden nochmal mit ihm. Hallo, ich habe ein paar Fragen für euch. Danke, immer her damit. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase. Der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Okay, aber da ist auch ein Hufeisen drin. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Hufeisen, okay. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Haha, wer braucht denn sowas? Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Jo, was geht mit ihm ab? Der hat ja richtig geile Ideen. Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja. Ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das gleiche wie betrunken. Man ist eher hibbelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super, danke. Ah, nice, sehr gut. Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Ha, genau.
Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Aspasien vor sich selbst retten. Ja, aber hier kommen auch keine Kunden hin. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Ich meine, hier ist irgendwo... Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Toll, Kleeblätter. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Ja, bestimmt. Dann haben wir irgendwas Magnetisches. Ah ne, warte mal. Kann ich das hier gegen eine Wundertüte tauschen? Nein, aber Geld ginge. Ein Pendel, aber ist es magnetisch? Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Ja, das geht sogar. Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Okay, sehr gut. Das Hufeisen können wir ja gerade mal das Pferdchen geben. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay, jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Können wir ihm Kleeblätter geben? Glück hatte ich noch nie. Okay. Ich kann die Hauptstraße sehen. Geht ganz schön tief runter. Können wir da was machen? Dazu fällt mir nichts ein. Okay, schade. Okay, wir gehen mal zum Stadttor und geben erstmal dem Prediger das hier. Jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich hab getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Ich meine, der hat ja gar nichts gemacht. Warte, jetzt können wir zum Basilenfriedhof und da das Modul verwenden. Wir können auch Lehm. Ich habe eine Idee. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. So, ja, okay, wir brauchen Hack. Hack, flieg nicht weg. So, rein da. Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit Bitte? Ach, Flötennase, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen. Danke. Um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden.
Ja, können wir eigentlich hier, wir haben hier einen Basilen, können wir eigentlich hier die Augen reinmachen? Es geht nicht. Was haben wir hier? Vorsicht, ich brauch dich noch. Klappe. Wechsel mal auf Robert. Hat er vielleicht da was zu sagen oder so? Wie schön das glänzt. Ob ich mir mal einen Schluck genehmigen sollte? Ach, lieber nicht. Sterben kann ich nachher noch. Oh, ich hab Hack. Brauchen dich. Ah, ja. Silberschweiß haben wir jetzt bekommen. Okay, nice. Ich glaube, mit dem Lehm können wir auch Ding machen. Ein Horn. Jo, das geht sogar. Dann würde ich sagen, wir wechseln mal auf Robert. Und gehen mal zum Windbrunnen. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Sachen für den, für das Pony. Schau mal, das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Ich reiße es auseinander, dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Boah, das sieht ja richtig gut aus sogar. Jetzt haben wir hier ein Horn. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Danke, Leute. Woohoo! Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden. Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkokeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Was geht ab? Die Stimme. Wir haben ein Monster erschaffen. Ja, aber ein hübsches, funkelndes. Herr Robert. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, geh mal zum Stadttor. Ja, Marmadole ist weg. Nice. Die Bingo-Party scheint vorbei zu sein. Können wir da eigentlich reingehen? Da geht's wohl zu Bernies Bingo-Tempel. Scheint eine geschlossene Gesellschaft zu sein. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Aber ich würde sagen, ich beende mal die Folge. In der nächsten Folge suchen wir mal die Marmadola und schauen mal, ob wir Lauras Vater irgendwie zurückholen können oder mit ihm reden können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Euer Crunchy.